Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns auf unserem Hundkanal Lunisia. Heute gibt es einen Vlog. Mal wieder, eigentlich waren die ja relativ angefragt. Also ich würde schon als angefragt und so. Und dann wollte ich welche drehen, habe den Anfang gedreht und die waren dann aber nie so vlogwürdig. Dann habe ich sie wieder gelöscht. Und ja, jetzt bin ich aber, glaube ich, in einem ganz guten Start. Und heute haben wir nicht extrem viel vor. Wir gehen heute Abend noch auf den Geburtstag und jetzt treffe ich mich und gehe auf den Weihnachtsmarkt. Ich nehme Luna auch mit. Bin hier mit dem Regenschirm unterwegs, weil man sieht es vielleicht nicht so gut. Doch, man sieht es teilweise, es regnet. Das ist das wahre Leben eines Hundebesitzers. Was soll ich dazu sagen? Es ist stockdunkel. Wirklich, ihr seht es. Und hier ist mein Licht. Das ist an meiner Plexileine. Sieht man nicht so gut. Ich nehme die Plexileine ja eigentlich nicht, aber. Und dazu regnet es noch, wie ihr hört. Mein Schirm. Es regnet ja fast den ganzen Tag schon so nieselmäßig. Und ja, ihr seht jetzt zwar nur schwarz, aber falls ihr euch alle einen Hund wünscht, das ist wirklich die Realität. Aber natürlich ist ein Hund natürlich auch was ganz Tolles, aber man geht halt auch im Stockdunklen. Im Stockdunklen geht man halt spazieren, ne? Stockdunkel und dann halt noch dazu richtiges Regenwetter. Dazu kommt, dass dein Hund, der da hier steht, nicht mehr so die Lust hat, aber man muss sie ein bisschen bewegen. Auf jeden Fall muss ich dann noch gucken, dass ich auf den Asphaltweg laufe, sonst kann ich das nämlich vergessen. Sonst kann ich sie direkt abduschen. Darauf habe ich keine Lust, deswegen laufe ich jetzt auf Asphalt hin und zurück, weil eigentlich hasse ich so hin und zurück Wege. Ich laufe immer nur gerne Rundwege. Ich hasse echt hin und zurück Wege, aber ich habe keine Lust, durch den Weppel zu laufen, deswegen laufe ich jetzt bis dort vorne hin und wieder zurück. Boah, es windet und es ist arschkalt. Es regnet und ja, ich hoffe, das ist ein Beweis genug, dass ein Hund auch echt anstrengend ist. So Leute, bis später. Guck gerade Hund, Katze, Maus. Und
Luna schläft. Richtig süß. Nur ein paar Sekunden reichen aus, um zu erahnen, was Familie Beil aus Stuttgart bewegt. Ganze 4 Jahre geht das schon so. Fertig. So, ich gehe danach jetzt nämlich hoch, mach mich fertig, weil ich will dann nämlich, naja, anfangen zu schlafen, beziehungsweise mich in mein Körbchen, in mein Bettchen legen. Achtung, Dunkelheit. Was machen wir jetzt? Das Licht hier ist immer richtig gelb. Wir gucken mal raus, ob es regnet. Es regnet nicht. Das heißt, wir nehmen auch keinen Schirm mit. Jetzt ziehe ich mir mal meine Montur an. Geh mal, komm. Ganz schön kalt. Oh, Leute, kalt. Ich glaube, ihr seht mehr. Ich glaube, ihr seht mehr Dunkelvideos wie Hellvideos. Wirklich. Das ist jetzt auch meine letzte Runde, Freund. Als ihr mich gesehen habt, als ich im strömenden Regen Gassi gegangen bin. Das war vor meiner Serie, die ihr geguckt habt, die ihr auch gesehen habt. Hund, Katze, Maus. Und danach habe ich noch eine Serie geguckt, PLL. Genau. Und Leute, das ist die Realität. Und ich glaube, dass es bei allen anderen nicht anders aussieht. Ein Leckerlisack. Und es ist jetzt wirklich nicht inszeniert oder so. Ein Leckerlisack, ein Lehrer. Eine Flexileine, die ich mal wieder benutzt habe heute Abend. Hier aus. Dann mein Biotan-Halsband, das ich in der Stadt benutzt habe. Und ein Handtuch zum Pfoten abtrocknen. Und ein Schirm von Herrn Mittag. Ja. So, Luna. Good morning, sun.